Jeffreys Röhren klettern. Nichts für Leute mit Platzangst. Wir haben kaum eine andere Wahl. Dann mal los. Ah. Es lädt noch. So eine Schweinerei, keine Schweine. Ja, dafür gibt's Schweine. Es lädt noch, es lädt noch. Nebenbei mal meine anderen Rufkanäle checken da hier. Läuft auf jeden Fall alles noch. Das lädt auch noch. Wahnsinn. So, jetzt geht's aber. Jetzt geht's aber. Ich höre was. Ich höre was. Was du nicht hörst. Und das ist was zum Hören. So. Ach, Feuer. Wer hätte es gedenkt? Da. Brandbekämpfungssystem aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Die Raumanzüge sind durch das Feuer unbrauchbar geworden. Ich kontaktiere das Schiff. Schiff rufen! Admiral! Ich brauche hier einen Raumanzug. Packen Sie eine Transporterkiste und bringe mit den Sprengladungen. Verstanden, wir bereiten alles vor. Mir ist immer noch nicht wohl dabei, sie allein da rausgehen zu lassen. Das hätten wir doch schon. Es gibt leider keinen anderen Weg. Besseren Weg. Und was soll denn da draußen schon passieren? Man könnte sterben. So, und jetzt? Das ist cool gemacht. Ich muss echt sagen, das ist cool gemacht mit dieser Luftschleuse hier. Das gefällt mir richtig gut. Sowas finde ich besser als... sowas ähnliches hätten die bei der DS9-Mission machen sollen. Schiff rufen und Transport einleiten. Ah ja, nimm mal die kleine Kiste. Nehmen wir die kleine Kiste, würde ich sagen. Ne? Und die packen wir jetzt in die Hosentasche. So, Hinweis, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um sich in den Raumanzug auszurüsten. Da leider die Brückenoffiziere eine andere Aufgabe haben, ist es nicht nötig, sie ebenfalls mit Raumanzügen auszustatten. Alles klar. Ich gehe raus. Soll jetzt da raus. Aber erstmal natürlich den Raumanzug ausstatten, ist klar, ne? Warte mal, habe ich jetzt irgendeinen Raumanzug geholt? Ne, ne, aber ich will ja eh den anziehen. Den alten da hier. Man müsste den Raumanzug hier in einen separaten Slot reinmachen können. Dass man so Sachen nicht mehr erst ausstatten muss. Der muss ja keine Hüllenfähigkeiten haben. Der muss ja einfach nur ein Raumanzug sein. Damit man ihn beim Bedarf anziehen kann. Schleusentür innen öffnen. Hinweis, bei mehr als einem Spieler muss mit dem Öffnen der Außentür so lange gewartet werden, bis alle Spieler in der Luftschleuse sind. Diese können die Innentür selbst wieder öffnen. Vielen Dank. Schleusentür öffnen. Da draußen husten sie. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Admiral, wir überwachen Sie von der Nugget aus. Ihre Status sieht gut aus. Wo sind Sie? Die Aussicht ist atemberaubend. Wir befinden uns über Ihnen an einer Bogseite der Curiosity und haben einen Sicherheitsabstand von 50 Kilometer eingenommen. Gehen Sie als erstes zur sekundären Sensorphalanx. Diese befindet sich genau zwischen der Hauptbrücke und dem 8er Torpedowerfer. Ich empfange kein Lebenszeichen vom Außenteam. Keine Sorge, wir sind noch hier. Ich nehme an, das ist... Ach, guck an, die sind alle tot hier. Das ist ein Nebeneffekt des Borg-Störfeldes. Verstanden dann. Viel Erfolg. Ist natürlich auch mein Holodog, ne? Guck an, hätte es noch einen Shuttle? Ich will da mal hintergehen. Sowas fehlt in Sto. Solche Missionen fehlen in Sto. Muss man echt sagen. Wo man auch mal außerhalb vom Schiff langlaufen kann. Ich will mal hier hinten reingucken. Da kommen wir nicht hin, okay. Ich wollte hinten mal gucken. Okay.
Auch wenn die Proportionen vielleicht nicht so ganz stimmen. Das heißt, ein bisschen größer müsste das Schiff noch sein. Ich weiß aber nicht, ob man das einstellen kann. Hier ist noch ein Eingang. Auch sehr nice gemacht. Das gefällt mir richtig. So, Admiral Schein, so als würden sie die Borg ihnen, was? Ahnen, was sie vorhaben. Da bewegt sich was auf sie zu. Drohnen? Nicht direkt. Sie hat eine Borg-Signatur, aber wesentlich kleiner. Danke für die Warnung, ich halte mich bereit. Ja. Ich werde jetzt mal die Nomad aktivieren hier. Was ist denn? Ist Nomad nicht gekommen? Nomad! Da ist er. I am Nomad. Allein die Sounds, die die Sonden machen. Geil. Nomad. Ich liebe sie. So schön tossig. So. Alles in Ordnung? Ja, was waren das für Dinger? Na, in meiner Analyse waren das autonome Einheiten, welche die Borg zur Modifikation der Hülle einsetzen. Sie scheinen unbewaffnet zu sein, sind allerdings mit verschiedenen Werkzeugen ausgestattet. Ich rate zur größter Vorsichtig. Ich werde es mir merken. Danke. Sprengladung Nummer 1. Sprengladung Nummer 2. Jetzt haben wir noch ein Loch in die Brücke. Wir haben voll das Loch in die Brücke. Sprengladung. Sehr gut, Admiral. Gehen Sie nun zur Hauptdeflektor Phalanx. Das liegt direkt vor der Hauptbrücke. Ich sehe schon, danke. Sie haben definitiv Gesellschaft bekommen. Die Sensoren erfassen mehrere Borg-Transporter-Signaturen auf der Hülle. Was gäbe es nicht für ein Außenteam? Was gebe ich jetzt für ein Außenteam? Wir stehen hier ebenfalls ziemlich unter Beschuss. Die Borg haben ihre Verteidigungsstellung um den Deflektorkontroller sehr stark befestigt. Wir treffen uns auf immer mehr Wellen. Verstanden, tun Sie, was Sie können. Guckt an. Da, Nomad kommt noch. Komm, Nomad. Adopted. Ist Nomad jetzt weg? Oh, ja, klar. I am Nomad. Das dürfte ruhig lauter sein, wenn er das sagt. I am Nomad. Ich lieb das. Oh, adapted. Komm, Sonden, greift an. Ich muss sagen, langsam sind ja die Sonden, ne? Vor allem Nomad ist langsamer als die andere. Du, Hilton, du arbeitest noch. Vor allem wird angegriffen von dem Ding da hinten. Ich denke, die ist unbewaffnet. Vor allem, die machen ja gar nichts, die Borg, ne? Du bist weg. Okay. Schiff rufen. Ja, Admiral, ich glaube nicht, dass die Sprengladung für alle Sensorpaneele reichen. Sie müssen auch nicht die Paneele mit zerstören. Bringen Sie die Sprengladung an den EPS-Verteilern dazwischen an. Und die Verteiler wird die Feedbackschleife in den Sensoren erzeugt, was eine Kaskadenreaktion bewirkt. Und das reicht? Das reicht. Achten Sie nur darauf, dass Sie genügend Abstand haben, wenn Sie die Sprengladung zünden. Alles klar. So.
Fangen wir mal hier an. Number one. Number two. Ich will hier mal gucken. Der Deflektor. Ist schon geil gemacht, wenn man so außerhalb vom Schiff laufen kann. Das war bei Deep Space Nine schon geil, wenn man außen laufen kann. Und wenn das jetzt noch mehr eingeführt würde, dass man auch in anderen Missionen außerhalb rumlaufen könnte, das wäre schon cool, ey. Vor allem so auf der Hülle von unserem Torschiff. Ah. Nein, ich bin außer Gefecht. Oh, natürlich da drinnen wieder gespawnt, oder wie? Geht ja ja nicht. Tja, da liegt meine BO da drinnen und sterben. Ist ja eigentlich geil. Eigentlich kann der Doktor jetzt mitkommen, oder? Geil, der Doktor kommt mit. Geil. So, wieder vorrennen. Unterstützung erhalten. Admiral, ich habe durch Nugget erfahren, dass Sie da draußen Möglichkeiten haben. Ich hätte eventuell, dass Sie die Kurse vor kurzem testen sollte. Es handelt sich um Holometer, die an bestimmten Punkten des Schiffes angebracht sind, mit deren Hilfe man zum Beispiel photonische Arbeitskräfte oder Werkzeuge für Arbeiten Außenhülle generieren kann. Ich habe mir damals die Freiheit genommen, an dieses Thema noch ein holographisches Sicherheitsteam hinzuzufügen. Ich habe hier Zugriff drauf. Okay. Ist jetzt aktiviert oder nicht? Dann kommt der Doktor jetzt mit, ne? So. Nicht mehr lange. Da sind sie. Vielleicht eine coole Idee, das mit den Sicherheitsteam, holographischen Sicherheitsteam außerhalb der Hülle. Das gefällt mir. So, ich glaube, ich habe. Ne, ich muss da. Ich glaube, ich habe dann bald alle Punkte. Vor allem genügend Abstand. Wenn ich jetzt von dem Punkt aus das Ding zünden soll, ne? Dann ist das aber nicht genügend Abstand hier. 2, 1. Das heißt, die Geste ist geil. 3, 2, 1. Das Feedback, was gerade im EBS-Gitter hat begonnen. Die Sensorverlangs werden nun nach und nach überladen. Warten Sie, bis wir die Bestätigung für die Deaktivierung der Sensorverlangs geben können. Verstanden? Bam. Bam! Cool. Wo ist mein Schiff? Bam! Holomeko! Sie haben es geschafft, das komplette Sensornetzwerk der Curiosity ist lahmgelegt. Gut, dann mache ich mich auf den Weg zur nächsten Luftschleuse. Admiral, tut mir leid, aber wir waren bis jetzt nicht in der Lage, die Deflektorkontrolle vorzudringen. Die Verteidigung durch die Box ist einfach zu stark. Ich glaube, ich stehe gerade auf den Sekundärdeflektor. Und zwar Sprengladungen habe ich auch noch. Ah, nein, auf keinen Fall. Der Deflektor ist mit Antiprotonen geladen. Wenn sie das sprengen, zerstört das ganze Schiff gleich mit. Ja, Star Trek 8. Gut, nicht sprengen, aber ich kann doch von hier sicher was tun. Sie können mit Plasma, die Plasmaventile von Hand öffnen und den Deflektor in den Wartungsmodus bringen. Dadurch würde das Antiprotonplasma in den Weltraum abgelassen. Danach wäre der Deflektor unbrauchbar. Okay. Wie mache ich das? Admiral, wir haben die Baupläne der Pfadfinder-Klasse abgerufen. Wir werden sie anleiten. Gehen Sie als erstes zum Deflektor runter. Verstanden. Außerdem gehen Sie weiter zum Maschinenraum. Wir treffen uns dann dort. So, ich soll jetzt runter, ne? Zu denen da hier?